Hallo, hallo. Teil 1 von unserem Bullhaus-Magazin. Ich habe ja euch ja versprochen, heute ist ja unsere liebe Susanne Oswald da und wir haben mit ihr eine Lesung. Das findet gerade oben statt und da darf ich nicht immer so zwischenquatschen. Also ich musste in Ruhe lassen. Deshalb habe ich gedacht, ich mache erst mit euch Teil 1 von unserem Bullhaus-Magazin. Und zwar die Bianca, die ist heute auch da, aber die werdet ihr gleich sehen, hat für euch ein neues, tolles Filmchen gemacht. Und zwar, wir haben ja Frühlingsputzthema auch. Wir haben ein Staubtuch. Ich habe ja schon ein Staubtuch gemacht mit unserem Yummy. Und so eins hatte ich vorher auch gemacht, aber nie verfilmt. Da habe ich gesagt, ey Bianca, Alte, komm mal her, mach du das mal. Ich darf gar nicht so reden. Doch, das darf ich, sie steht hier nämlich. Sie vernäht gerade das, was sie gemacht hatte. Diesen habe ich auch gemacht. Und Bianca hat auch einen in rosa gemacht und auch in ein Zartlila, wo sie es mit verfilmt hat. Und ich kann euch sagen, das ist ein super Staubfresser. Wäscht sich auch so. Das ist natürlich nicht nur Staub, das ist, wenn ihr abends. Ne? Oh. Auch schön. Nicht nur im Gesicht. Nicht nur im Gesicht. Bianca, du meinst auf den Arme auch. Auf den Arme, das ist so angenehm. Es ist wirklich super, super, super weich. Und diesen Filmchen hat Bianca für euch schon fertiggestellt. Ich werde es, je nachdem wie viele Filme wir heute hochladen, entweder heute, spätestens morgen früh, laden wir es für euch hoch. Also ran an den Staub. Ich zeige euch die Farben und was veganes ist. Es ist unser Tufti. Das ist bei 40 Grad waschbar, aber ihr braucht es eigentlich wirklich nur ausschlagen und der Staub fliegt wirklich raus. 40 Grad waschbar. Hier steht 10 mm, also Nadelstärke 10. 80 Meter, 80 laufende Meter. Man kriegt auch ganz, ganz tolle Kissen daraus. Habe ich ja auch schon oft gemacht. 100% Polyester, also das ist gut, weil durch die Friction, was heißt das, durch die statische Aufladung, durch Reibung, klappt da super, super mit. Maschenprobe ist 8 Maschen aufnehmen, 10 hoch, ergibt 10 cm dann. Das ist die Farbe Cream. Wir haben ganz, ganz tolle Farben damit. Passend natürlich. Passend zu Nicolas Green Gate. Küche. Wenn ich nicht so ein Pummelchen wäre, ne, würde ich mir eine schöne Strichjacke damit machen. Aber wenn ich das anhabe, dann sehe ich aus wie ein Marshmallow. Aber toll, oder? Der fliegt erstmal. Der ist wunderschön, aber das sind so die. Oh, wie findet ihr das? Also ich finde diesen Tufti klasse. Ich habe für meine Enkelmaus hatte ich da einen Schal auch mitgemacht. Das zieht sie gar nicht aus. Oder eine kleine Weste. Eine richtig schön flauschige Weste geht damit, für die Kleinen. Aber ich finde die richtig, richtig klasse. Gerne, gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so flauschig seid. Ich ja. Aber wie gesagt, ich benutze es für... Ich zeige es euch, wie es aussieht. Warte. Weg damit. Ich zeige es euch jetzt anhand von so... Gucke mal. Seht ihr? Das hat... Ist hier so gekordelt und da sind die kleine Fluffy-Dinger alle drin. Und ich würde sagen, so 5 cm Fransen sind da drin. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Amagarumis da mitmachen. Das ist die, die ich gemacht habe. Und Bianca, wenn sie lieb ist, würde mir ihren Lila, ne? Sie hat es nämlich gerade jetzt mit einer heißen Nadel vernäht. Aber sie ist jetzt momentan nicht da, aber ich zeige es euch gleich nochmal. Und so sieht es aus. Und passend zu diesen Farben, ihr wisst es ja, das sind ja auch so meine Farben, haben wir die Gieserkotten. Das ist die Farbe Kaleidoscope. Und das ist auch 40 Grad waschbar. Das ist 100% messerisierten Baumwolle, also Kotten. Hat 158 Meter. Und die Farben finde ich wirklich wunderbar. Da hat Bianca und auch die liebe Andrea die Topflappen mitgemacht. Und ich komme ein bisschen näher. Also das passt natürlich. Ich hänge das natürlich. Die hänge ich auch.
Die hänge ich immer. Ich habe so ein, aber da macht Coco einen schönen Upcycling mit euch. Ich habe auf jeden Fall so ein altes Stock, so ein krummes. Da habe ich Haken reingedreht und einen großen Seil. Und da hängen diese Sachen in meine Küche in diese pastellige Farben. Und so sieht das aus. Aber die Farben finde ich auch wunderschön. Und Bianca hat sich da, jetzt steht sie hier. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich brauche das Lilane. Das Lilane wolltest du Mann, haben. Mann. Bianca hat es nämlich in Lila verfilmt. So, und jetzt komme ich hier einmal rum. Und die hat sich heute richtig in Schale geschmissen. Das muss ich euch sagen. Und zwar, Susanne Oswald ist ja da, habe ich euch erzählt. Und unser Thema ist natürlich unsere Inselwoche. Ist ja diese Woche am Rum gewesen, auch mit unserem Sonderverkauf. Und Sonderverkauf, ihr Lieben, geht bis heute um 8 Uhr. Also ihr könnt noch reinschauen. Wir haben den Sonderverkauf für jeden frei jetzt gemacht. Also wenn ihr bei uns in den Shop reingeht, steht Sonderverkauf und ihr könnt schauen, was noch da ist. Und Bianca, ich wechsle Thema nochmal. Bianca hat sich ja diesen schönen Inselbobbeltuch auch selber gemacht. Und passend in Rot, weiße Hose, ne? Rote lackierte Fußnägel. Aber und hier. Also, hä? Und ich bin heute der Ausgräber. Ich bin in Schwarz. So, sie geht wieder. Und Bianca hat es in Lila für euch vorbereitet. Also hier hat sie es auch mit verfilmt. Nun, Bianca, ist es jetzt gehäkelt oder gestrickt? Gehäkelt. Du hast es gehäkelt. Ich habe es gehäkelt, genau. Und ich habe es gestrickt, aber es tut sich nichts. Also, das ist Biancas Farbe. Ich finde diese Farbe auch wirklich schön. Und wenn ihr, ich habe bei mir auch in meine Küche oder Vorküche habe ich auch so Sessel und da bin ich dabei auch Kissen mitzumachen. Die sind schön, ist wirklich super. Das ist das und das ist unser Tufti. Ich verlinke euch die Wolle gerne, wenn ihr möchtet. Wir haben natürlich jetzt auch ein Verlosung, was wir machen müssen. Das werde ich im Laufe die nächsten Filme machen. So. Und wenn wir bei diesen Farben bleiben, Bianca hat ja ein Tuch gemacht und das ist mit, und das ist Summer, das ist diesen Tuch mit der Summer Garn. Das war ein dreiteiligen Film. Die sind unten tiefer, wenn ihr bei Inhalt oder Filme schaut, dann werdet ihr diesen Tuch auch finden. Und die Farben sind sehr, sehr, sehr ähnlich wie unseren Gieserkotten. Ich hatte mir das bei King Cole gewünscht, weil erst kam diese Farbe, das ist zum Beispiel Gieserkotten Sorbet und das ist unseren Sommergarn. Und Sommergarn, habe ich euch gestern oder vorgestern schon, glaube ich, erzählt, gibt es zwei neue Farben und eine davon, genau die beiden, eine davon, oh, ihr werdet sehen, ich liebe das. Schaut mal. Ich muss gucken. Ich glaube, ich werde mir da ein Tunika oder einen kurzärmeligen Oberteil für den Sommer machen. Vielleicht gehäkelt, aber ich muss da, wo die Oberteil ist, kann ich keine Löcher, weil sehe ich ganz oft, dass Frauen das anhaben und kein BH anhaben. Da denke ich, Mensch, was ist denn stimmt mit euch nicht? Wenn man am Strand ist, ich habe sowieso immer ein Problem gehabt, mich so zu zeigen. Auch wie ich schlank und schön war. Schlank und schön, Punkt. Und jetzt bin ich nur noch Punkt. So, auf jeden Fall, das ist die neue Farbe und da werdet ihr mit Sicherheit einiges von uns sehen. Das ist 40 Grad waschbar, 3,25 Nadelstärke und das ist 55 Bambus, 37% Baumwolle, 8% PBT, weil das ist eigentlich ein Socken-Sommer. Das sind Socks, also für Sommer Socken zu stricken. Vielleicht kann Bianca mir die gerade werfen. Ist egal, irgendeine. Guck mal, dann auch in der Farbe. Auch in der Farbe. So ist es. So sehen die Socken aus. Ich finde die richtig klasse. Das ist, aber einzigste ist, wenn man Baumwollsocken mit Bambu macht, wenn man sie einmal oder zweimal anhat, müssen sie danach wirklich einmal durchs Wasser, damit sie den Form wieder kriegen. Weil es hat natürlich nicht so eine Elastizität wie 75, 25, also 75 Wolle und 25 Nylon ist leider nicht so, aber ich finde ihn nicht desto trotz wirklich, wirklich wunderschön. Und das ist die neue Farbe. Und die Farbe heißt, das erzähle ich euch auch, Tutti Frutti. Finde ich richtig
muss mal gucken. Also das sind auch so meine Farben. Und passend zu unseren Inselwochen haben wir die, das ist die Farbe Sea Breeze. Finde ich auch wunderschön. Ich habe so viel zu erzählen. Ich bin schon bei 10 Minuten. Das geht gar nicht. Weil wir machen mehrere Filme. Weil ich euch gleich mit hochnehme zu Susanne. Wir haben richtig, richtig, wir sind so glücklich, sind viele, viele Leute gekommen, die ganz gespannt Susanne zuhören. Ist eine tolle Truppe, ja, ne? Aber ich fand das richtig, richtig schön. Wie gesagt, diese, ich kann gucken, ob ich es verlinke für euch. Das ist die Summer. Weißt du noch, wie viel du gebraucht hast? Nee, muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht mehr. Ich würde sagen 200 Gramm. Diesen, ich habe das ja, das ist ja das Original. Stimmt, du hast es gesehen. Oh, das Original hat sie für mich gemacht. Und ja, das ist ja das Original. Und da habe ich 1500 Meter. Das ist ein Bobble gewesen, ne? Ja, das ist unser Bobble. Oh. Rollercoaster ist es. Rollercoaster. Ja, ja. Ihr Lieben, 1500, ne? In ein paar Monaten habe ich eine richtig tolle Überraschung für euch. Und zwar mit unserem Cinderella-Bobble. Aber das darf ich noch nicht erzählen. Aber ihr werdet begeistert sein. Mit Oh mein Gott, ich wollte es eigentlich nur abnehmen. Ich war beim Friseur. Lieber kurz oder lieber lang? Gerne in die Kommentare. Und du kannst beides fragen. Ich brauche es immer kurz, damit ich machen kann und es ist fertig. So, das war erstmal Teil 1. Teil 2 habe ich noch einiges für euch zu zeigen. Und zwar, ich gehe da jetzt nicht lange drauf ein, ich habe meine Geburtstagssocken von von Bianca jetzt beide bekommen. Ich muss die Fäden noch vernähen. Immer wieder kriege ich das, wo keine... Boah! Und was hat die liebe Anna-Maria von Novita gesagt, wenn man Socken... Verschenkt oder nicht? Meinst du jetzt das mit diesen... Ja, das fand ich so eine schöne Geschichte. Man verschenkt... Nee. Was hat die denn gesagt? Jetzt hat sie es vergessen. Jetzt habe ich es vergessen. Das fand ich so schön. Wisst ihr das noch, was sie gesagt hat? Wisst ihr noch, was Anna-Maria gesagt hat über Socken, wenn man sie verschenkt? Das auch, ist, wenn das auch ist, umso mehr Liebe verschenkt genau. man. Genau, und das fand ich so eine tolle Geschichte. Und habe ich eine richtig tolle Socke bekommen. Bianca ist dabei, es zu verfilmen, ne? Ich habe das. Hat sie schon fertig? Naja, ich habe das Muster. Dieses Muster hat sie verfilmt? Das habe ich verfilmt. Und ich habe verfilmt, weil man hat drei Farben hier in einer Reihe. Und da habe ich die Faden, den Faden hält, das habe ich verfilmt, ja. Und die Anleitung dazu, also die Blümchen dazu, würden wir euch, wenn es soweit in der Verfilmung fertig ist, schicken wir euch. Und was ich noch habe, das bleibt auch bis 8 Uhr heute Abend. Wir haben die neue Novita Summer Basics, 1 Euro günstiger gemacht. Da sind richtig, richtig tolle Anleitungen drin, aber das zeige ich euch in den nächsten Teil. Aber erst nehme ich euch mit oben hin zu Susanne. Bis gleich. Hab schön. Ich hoffe, ihr guckt uns heute. Wie gesagt, es sind mehrere Filme auf einmal, weil wir sind mit Sicherheit bis 16, 17, 18 Uhr hier heute. Bye, bye. Bis bald.